Und zugeschaltet ist jetzt der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Herr Trittin, ich grüße Sie. Guten Abend. Wir haben das gerade eben schon ein bisschen besprochen mit dem Kollegen. Droht da möglicherweise in der Ampelkoalition ein Streit, wenn es jetzt um die Bundeswehr geht, die 100 Milliarden und eben das 2%-Ziel der NATO? Welchen Eindruck haben Sie da? Nein, ich glaube nicht, dass da ein Streit droht. Die Koalition hat sich selber ja eine sehr gute Grundlage gelegt. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass die Frage, wie man Sicherheit neu definiert, gefasst wird in einer Formel, die sagt, die notwendigen Steigerungen im Rüstungsetat werden wir begleiten durch analoge Steigerungen in den Aufwendungen in der Entwicklungspolitik und auch in der Diplomatie, weil nur so entsteht wirkliche Sicherheit und nicht allein durchs Militär, so notwendig es ist, die Ausrüstungsdefizite der Bundeswehr aufzuheben. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann müsste die Summe 100 Milliarden Euro ja deutlich höher ausfallen. Ach, wissen Sie, ich bin zurzeit sehr vorsichtig über irgendwelche Summen. Und der Bundeskanzler ist ja auch sehr klug gewesen, dass er von 100 Milliarden gesprochen hat in ein Sondervermögen, aber nicht gesagt hat, wie lange das nun braucht. Wenn ich die Ausführung von ihm dazu nehme, dass das unter anderem benutzt werden soll, um FCAS, also das europäische Kampfflugzeug, zu bezahlen, da reden wir über einen Beschaffungszeitraum von 20 Jahren. Sie können mal 100 durch 20 teilen, dann sehen Sie, was da pro Haushaltsjahr rauskommt. Umgekehrt muss ich allerdings sagen, es geht in der jetzigen Situation, und die ist sehr ernst, darum, Sicherheit auch so zu definieren, dass wir beispielsweise nicht erpressbar sind. Es wird also darum gehen, die brutale Abhängigkeit Deutschlands von Kohle, Öl- und Gasimporten sehr schnell, sehr effizient zu verringern. Auch das wird Geld kosten. Und vor diesem Hintergrund werden viele Glaubenssätze auch so Träume von Austerität und Schuldenbremsen, die jenseits von Raum und Zeit existieren, sehr schnell ausgeträumt sein. Wir werden uns mit der Realität eines Krieges in Europa auseinandersetzen müssen und das wird auch finanzielle Folgen haben. Bei den Grünen und der SPD im Bundestag, da sind ja aber auch viele Politiker, die das 2%-Ziel bei der NATO, bei den Verteidigungsausgaben ja auch für unnötig hielten. Ich komme deswegen noch mal drauf zurück. Glauben Sie, dass Sie all diese Kritiker jetzt besänftigen können? In der Koalitionsvereinbarung haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Gesamtausgaben für Sicherheit, sprich militärische Verteidigung, die Frage Entwicklungszusammenarbeit und Diplomatie so anheben wollen, dass am Ende 3% des Bruttosozialprodukts dafür ausgegeben werden. Das ist, glaube ich, eine kluge Formel. Die stammt übrigens gar nicht primär von den Grünen. Die haben sich diese 1-zu-1-Regelung ausgedacht, sondern die stammt von einem klugen Transatlantiker, nämlich dem ehemaligen Botschafter und Staatssekretär Herrn Ischinger. Inwieweit ist die von der FDP in die Verhandlungen eingebracht worden? Inwieweit tragen Sie selbst eigentlich den neuen Kurs mit? Wir sind gemeinsam als Grüne der Auffassung, dass wir in der jetzigen Situation selbstverständlich bei allen Versäumnissen, die es gibt, man muss sich das vorstellen, wir geben fast so viel Geld für Rüstung aus wie Russland. Russland führt da mit diesem Geld mindestens drei Kriege. Wir sind nicht mal in der Lage, 900 Soldatinnen und Soldaten, die nach Litauen abkommandiert wird, mit ordentlicher Winterausrüstung auszustatten. Also irgendwo muss es im Verteidigungshaushalt der letzten 16 Jahre jemand gegeben haben, der einen großen Ofen betrieben hat, wo ganz viele Steuermilliarden einfach verbrannt worden sind. Das hilft nur nichts mehr, jetzt zurückzugucken, sondern wir müssen jetzt diese Ausstattungsmängel tatsächlich beheben. Wir müssen die Fähigkeiten, die wir zugesagt haben, auch machen. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir sicherer werden. Dazu gehört Energiesicherheit, dazu gehören Investitionen in humanitäre Hilfe. Sie haben gerade gesehen, was in die Ukraine geht. Dazu gehören aber auch Entwicklungszusammenarbeit. Stellen Sie sich mal vor, Putin bedrohe im nächsten Schritt Moldawien. Auch dort müssen wir für Moldau Geld zur Verfügung stellen. Das heißt, wir stehen vor umfassenden, auch finanzpolitischen Herausforderungen. Und in dieser Situation zu glauben, weil wir haben das nicht, es bliebe alles so wie in den Schönwetterregeln,
Das wird nicht so sein. Dafür gibt es in der Schuldenbremse die entsprechenden Regeln. Niemand will die Schuldenbremse abschaffen. Reformieren wird man sie auch nicht können ohne die Union. Aber es gibt die Möglichkeit, sie in einer solch bizarr außergewöhnlichen Situation auch auszusetzen. Und das wird am Ende übrigens das Ergebnis sein, da bin ich ziemlich sicher. Unabhängig von den Aspekten jetzt für die humanitäre Hilfe oder die Entwicklungspolitik, wenn wir jetzt rein auf die Mittel für die Bundeswehr schauen, die jetzt da zusätzlich reinfließen werden, wofür sollte das Geld dann am ehesten genutzt werden? Am ehesten müssen die dringendsten Ausstattungsmängel der Bundeswehr, sprich von der Bekleidung bis zur Munition und die Transportfähigkeiten, sprich Hubschrauber, mit Sicherheit ausgestattet werden. Aber andere Dinge hat der Bundeskanzler ja benannt. Wir brauchen jetzt ein Nachfolgeflugzeug für den Tornado. Da hat er einen entsprechenden Vorschlag gemacht, wie das zu machen ist. Wir haben uns vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen in der Ukraine, das kann man sich jeden Tag ja in den Bildern angucken, dafür entschieden, dass auch wir tatsächlich über bewaffnete Drohnen verfügen müssen. Daran führt es und in jetzigen Bedingungen kein Weg dran vorbei. Auch das steht übrigens schon im Koalitionsvertrag. Wir machen also eigentlich nichts, was wir nicht schon vorher vereinbart haben. Wir müssen es nur jetzt sehr viel schneller machen. Und dafür ist das Instrument eines Sondervermögens ein mögliches. Sagt der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen.